Ja, dann willkommen zum zweiten Track dieses Blogs. Oliver Tornhofer von der Firma Omniscale wird uns einfach mal Mapnik und den Map-Server vergleichen und auch erzählen, wer denn tatsächlich jetzt die schöneren Karten macht oder die schönsten oder die allerschönsten. Bitte, Oliver. Ja, danke schön und ich freue mich, dass so viele es hier nach oben gefunden haben. Genau, ich würde erzählen ein bisschen was Mapnik und was Mapserver ist und wo da so die Unterschiede sind. Und vielleicht auch zu einem Schluss kommen, wer denn da jetzt die schöneren Karten von den beiden macht. Ganz kurz über mich, ich bin Oliver Tornhofer, komme von der Firma Omniscale aus Oldenburg. Wir machen da viel Open-Source-Entwicklung, clientseitig und auch serverseitig, sind auch die Entwickler von MapProxy und Impossum, aber darum geht es nicht. Heute geht es um Mapnik und Mapserver und da ist natürlich die Frage, warum ich da jetzt hier spreche. Ich bin kein Entwickler von diesen beiden Projekten. Es ist aber so, dass wir als Firma eigene Kartendienste bereitstellen. Die stellen wir hauptsächlich auf Basis von OpenStreetMap bereit. Das machen wir schon seit ein paar Jahren, haben Kunden in den verschiedensten Branchen, haben mit Maps Omniscale auch eine Plattform, wo man diese Kartendienste recht einfach nutzen kann. Und dort in diesem Bereich setzen wir zu 100% auf Mapnik auf. Und dann sind wir aber auch Dienstleister, wir unterstützen Kunden bei Kartendiensten, da geht es dann häufig um amtliche Daten, aber auch um OpenStreetMap-Daten. Ein öffentliches, größeres Beispiel ist die offene Regionalkarte Mecklenburg-Vorpommern, die OpenStreetMap-Daten mit amtlichen Daten verbindet und da wurde jetzt Mapserver eingesetzt und auch so bei Kunden, bei den meisten Kunden, mit denen wir zu tun haben, da wird Mapserver eingesetzt. Und deshalb haben wir da so von, ja, viel Erfahrung mit Mapnik und aber auch sehr viel Erfahrung mit Mapserver. Und ja, das ist auch die Erklärung, warum ich jetzt heute hier nicht über andere Server spreche, wie zum Beispiel GeoServer. Also was machen jetzt Mapnik und Mapserver? Das sollte soweit klar sein, dass sie aus Geometrien, wie jetzt so eine Linie, halt die als Bild einfach darstellt und aus einem Polygon wird halt auch ein bildhaftes Polygon. Wenn man jetzt sehr viele Geodaten hat und den Mapnik oder den Mapserver beschreibt, wie das Ganze aussehen soll, dann bekommt man halt eine fertige Karte. Und das ist eine Sache, die man ja mit beiden umsetzen kann. Und das ist quasi die ja eine der Gemeinsamkeiten von den beiden, denn beide können aus Geodaten Karten erzeugen. Es gibt noch ein paar mehr Gemeinsamkeiten, beide sind Open Source, sonst würde ich sie ja heute auch nicht vorstellen. Mapserver verwendet die MIT-Lizenz, Mapnik die LGPL-Lizenz und ja, als Anwender machen beide Lizenzen eigentlich keinen großen Unterschied. Als Entwickler könnte man sagen, gut, die Mapserver ist vielleicht ein bisschen, erlaubt mir ein bisschen mehr Spielraum. Aber beide Open Source Projekte. Beide sind auch etablierte Projekte. Mapserver über 20 Jahre jetzt vor über 20 Jahren veröffentlicht, Mapnik vor ziemlich genau 10 Jahren. Und hinter beiden Projekten stehen mehrere Entwickler, die da auch aktiv dran arbeiten. Also sind keine One-Man-Shows. Unterschiede, bisschen technisch, Mapserver ist in C geschrieben, Mapnik in C++. Als Anwender ist das eigentlich auch kein großer Unterschied. Dokumentation, das ist so der erste Punkt, wo man doch einen deutlich größeren Unterschied findet. Mapnik, man findet ja, das, was man benötigt, das findet man im Wiki von Mapnik. Ja, man kann das als ausreichend bezeichnen, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst. Die Dokumentation von Mapserver ist deutlich umfangreicher. Man findet auch komplette PDFs von der Dokumentation, wo man halt auch einfach recht einfach suchen kann. Es gibt auch Übersetzungen, die vielleicht nicht, wie wir eben gehört haben, nicht immer ganz aktuell sind, aber gerade für den Einstieg ist das für den einen oder anderen sicherlich ganz hilfreich. Einsatzgebiete,
Die Software selber ist, schreibt da ja nichts vor, wo man es einsetzt, aber aus der eigenen Erfahrung ist es so, dass, wie ich eingangs schon beschrieben habe, Map-Server eigentlich so der Server ist, der uns in der Praxis bei dem Kunden meistens, in Behörden zum Beispiel, der da vorkommt. Und Mapnik haben wir bis jetzt eigentlich fast ausschließlich immer in Kombination mit OpenStreetMap gefunden. Aber es gibt da keinen Grund, dass man den einen auch nicht Map-Server für OpenStreetMap verwendet. Also aus Geodaten werden Karten, das heißt, man braucht erstmal Geodaten. Beide unterstützen so die gängigen Formate, PostGIS-Datenbanken, Shapefiles, Rasterdaten kann man über TIFF hinzuladen. Da tun sie sich nicht viel, alles was so die wichtigsten Formate, die werden unterstützt. Beide unterstützen auch GEDAL und OGR, dass man da wirklich auch so die etwas unbekannteren Datenformate integrieren könnte. Dann werden Karten daraus, also sprich Bilder, Ausgabeformate, gibt es auch die verschiedenen Raster- und Vektorformate, die beide unterstützen. Also wo sind die Unterschiede? Größere Unterschiede gibt es dann auch noch in dem, wie ich die Karte überhaupt erstelle. Und da möchte ich dann die beiden Projekt-Webseiten kurz zitieren. Mapserver.org leitet ein, dass Mapserver is a platform for publishing spatial data to the web. Ich habe es versucht ein bisschen hervorzuheben, also Mapserver, der Name sagt schon Server, ist halt eine Plattform, um Karten irgendwie ins Internet zu bringen. Und Mapnik sagt einfach, dass Mapnik is a free toolkit for developing mapping applications. Also da ist nichts mit Server und nichts mit Web, ist halt wirklich einfach nur ein Toolkit. Und ja, Mapserver ist ein Kartenserver, der selber sehr einfach in einem Webserver integriert werden kann über CGI und FastCGI und dann Karten direkt über den WMS-Standard anbieten kann. Anders ist es bei Mapnik. Mapnik selber ist eine Programmbibliothek, das, was auf der Homepage als Toolkit bezeichnet wurde. Mapnik stellt eine C++ und eine Python-API bereit, mit der man dann diesem Kartenrenderer Anweisungen geben kann, was er denn zu tun, was er tun soll. Genau. Mapnik ist kein Server und unterstützt damit von sich aus auch kein WMS. Genau. Wenn man mit Mapnik eine Karte haben will, dann kann man sich das zum Beispiel so programmieren. Man lädt die Definition von der Karte, die man sich quasi umgesetzt hat, sagt, ich möchte den Ausschnitt haben und speichere mir das mal als Bild. Viele wollen natürlich aber einen Kartenserver haben, eventuell auch einen, der WMS unterstützt, und da gibt es schon einige Projekte. Also man muss da nicht von Hand hingehen und sich quasi alles selber implementieren. Der OGC-Server, so heißt der, der ist Bestandteil von dem Mapnik-Projekt. Also findet man bei GitHub, bei Mapnik. Und es gibt ein paar andere Server. MapProxy kann selber auch direkt mit Mapnik-Karten erzeugen. RenderD und Tyrex sind beides Kartenserver, die speziell für OpenStreetMap entwickelt wurden, also die stellen kein WMS selber bereit. Ja, aber das sind alles Open-Source-Kartenserver, die mit Mapnik dann arbeiten. Und Mapserver, wie eben schon angedeutet, unterstützt WMS direkt, kann als CGI installiert werden, und wenn man den dann zum Beispiel in Apache einfach installiert hat, kann man direkt eine Anfrage an den Server stellen und bekommt direkt das Bild. Also das ist einer der größeren Unterschiede. Kartenstyling, da unterscheiden die sich auch, wie man dieses Kartenstyling umsetzt. Mapserver verwendet Mapfiles, die haben wir eben ja auch schon gesehen. Das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt, wie ein Layer definiert wird. In Mapnik, das wäre jetzt das Gleiche, da sieht es ein bisschen anders aus. Da ist diese Styling-Definition, die Definition, welche Layer es gibt, wird da mit XML durchgeführt. Das ist, wenn man das manuell schreibt, ein bisschen mehr Arbeit, ist aber von der Strukturierung recht übersichtlich, dieses Format. Dann gibt es für Mapnik gibt's noch die Möglichkeit, mit Kato.css auch diese Karten-Stylings zu erzeugen. Dieses Kato.css, das ist angelehnt an das CSS, was man vom HTML auch kennt, ist
kein Bestandteil von Mapnik selber. Es gibt dann da ein Tool, was aus diesem CSS aber dieses XML dann erzeugt. Und es war auch mal lang gedacht, das in Mapnik zu integrieren, aber aktuell ist das noch nicht vorhanden. Tilemill ist ein Projekt, was auf dieses Kato CSS aufsetzt, mit dem man für Mapnik dann einfach solche Stylings in diesem Kato CSS macht und die dann direkt dargestellt bekommt. Und ja, da gibt es für Map-Server so etwas nicht. Ja, Mapnik ist eine, wie gesagt, stellt es eine API bereit und die ist auch so umfangreich, dass man da nicht nur sagt, lade mir dieses Style und erzeuge mir davon ein Bild, sondern ich kann das komplette Kartenstyling könnte ich auch programmieren. Das heißt, für Spezialanwendung könnte man eigene Anwendung entwickeln, die wirklich dann ja, genau das Styling auch dynamisch dann einfach umsetzen, wie ich das haben möchte. Sowas ist auch möglich mit MapServer. MapServer stellt mit MapScript auch eine API bereit. Die ist allerdings schon etwas in die Jahre gekommen. Das bringt nicht so viel Spaß, damit zu programmieren. Und wenn man ein bisschen tiefer eintaucht, gerade wenn man mit dem Styling arbeitet, dann findet man doch an der einen oder anderen Stelle eine Sache, die halt mit MapScript nicht hundertprozentig umsetzbar ist, wie es mit den Map-Files wäre. Ja, und wenn man dann so ein komplettes Kartenstyling umgesetzt hat, dann bekommt man da eine Karte. Die ist jetzt hier mit Mapnik gezeichnet und diese Karte ist jetzt mit MapServer gezeichnet. Man sieht jetzt, der Beamer, die Qualität ist nicht ganz so gut, man sieht, die Schriften springen hin und her. Das hat einfach den Hintergrund, dass die einfach andere Algorithmen verwenden, wo diese Labels jetzt positioniert werden. Aber wenn man sich das Bild genau anguckt, die Linien, Polygone, also die ganzen Gebäude, Landflächen, die ganzen Straßen, die sind nahezu pixelperfekt identisch zwischen Mapnik und MapServer. Und da ist jetzt die Frage, wer macht denn jetzt die schönsten Karten? Und da müssen wir mal ein bisschen reinzoomen. Und ich habe das hier mal ein bisschen vergrößert. Und es geht jetzt nicht, wie eben gesagt, die Beschriftungen sind leicht unterschiedlich. Hier möchte ich jetzt Augenmerk auf die Richardstraße in der Mitte legen. Wenn man ein bisschen genau hinguckt, dann sieht man unten, dass das R und das I sehr nah beieinander sind und das R und das D einen größeren Abstand hat. Wenn man nochmal an anderen Stellen ranzoomt, da sieht man dann auch bei der Uferstraße, da ist zwischen dem F und I und dem R und S ist einfach ein bisschen mehr Platz. Wielandstraße, da ist auch zwischen dem W und dem I, die sind sehr nah beieinander. Und das ganze Thema, das bezeichnet man auch, oder die Theorie dahinter bezeichnet man auch als Kerning, Unterschneidung. Das heißt, Buchstaben werden nicht immer gleich platziert. Die haben, je nachdem, welche Buchstaben man hat, werden die näher zusammengefasst oder weiter auseinandergesetzt. Und das ist halt sehr wichtig für ein harmonisches Schriftbild, dass das wirklich sehr gut umgesetzt wird. Und ich habe jetzt mal dazu geschrieben, was jetzt von welchem Server kam und das oben, wo das quasi sehr gleichmäßig ist, das kommt vom Mapnik und unten, das kommt von dem Map-Server. Und das können Sie jetzt hier nicht so gut sehen, da müssen Sie mir jetzt glauben, wenn man eine Karte hat mit Beschriftung, mit sehr viel Beschriftung, dann sieht das Schriftbild beim Map-Server doch deutlich ja, unruhiger aus. Also sieht einfach nicht so schön aus, die Karten. Also kann ich jetzt zum Schluss kommen, Mapnik macht die schöneren Karten? Wenn Sie mich jetzt fragen, würde ich sagen, ja, aber MapServer 7 steht vor der Tür. Die ersten Beta-Versionen sind draußen und für MapServer 7 wurde die Beschriftung, Bibliotheken, die Beschriftung umsetzen, die wurden da aktualisiert und teilweise ausgetauscht und ja, da sieht man es jetzt, dass die Richardstraße jetzt auch sehr gleichmäßig beschriftet ist und hier habe ich jetzt mal ein bisschen mit etwas größerer Beschriftung gearbeitet. Da sieht man dann zwischen diesen einzelnen, zwischen Mapnik und MapServer kaum Unterschiede mehr. Druck ist natürlich ein Thema, genauso wie Retina und High DPI. Also wenn man auf dem Smartphone Karten darstellen will, dann müssen die in der Regel ja, mit einer höheren Auflösung gezeichnet werden. Das unterstützen auch
beide. Das heißt, man kann den Servern einen Parameter übergeben und dann werden die Schriften automatisch skaliert. Und das heißt, man muss für den Druck jetzt kein spezielles extra Styling produzieren. Also man muss nicht zwei Kartenstylings parallel halten, sondern man kann mit einem Parameter dafür sorgen, dass diese ganzen Schriften, Linienstärken und so weiter einfach vergrößert werden. Genau. Es gibt leichte Unterschiede, beim Map-Server wird das über DPI gesteuert, bei Mapnik gibt es einen Scale-Faktor. Kommen wir jetzt noch zu ein paar kleineren Unterschieden. Hier geht es jetzt um die Beschriftung von dieser Klinik, das ist jetzt mit Map-Server gemacht und das ist jetzt mit Mapnik. Da hat man nämlich noch ein paar mehr Optionen, wie man Labels stylt. Und da ist es so, dass man bei Mapnik noch Character Spacing, Line Spacing noch anpassen kann. Es gibt einen Text Transform, damit kann man Schriften halt als jetzt wie in dem Fall als Großbuchstaben zum Beispiel umwandeln. Das ist eine Sache, die halt nur der Mapnik kann. Umgekehrt gibt es dann wieder Sachen, die der Map Server besser macht. Halos, das ist das habe ich jetzt ein bisschen übertrieben. Das ist, Halos werden auch verwendet bei diesen anderen Straßen. Man sieht es vielleicht da bei der Bundesstraße, also bei der gelben Straße. Da gibt es noch eine weiße Umrandung. Und da ist es so, wenn man da mit Transparenz arbeitet, dann arbeitet Map-Server auf das ganze Label. Man sieht da so ein bisschen die Straßen durchscheinen. Mapnik macht das allerdings pro Zeichen. Und wenn man dann mit Transparenz arbeitet und zwei Buchstaben, die Halos von zwei Buchstaben sich überschneiden, dann sieht man, also überlappen, dann sieht man, dass es da dann zu kräftigeren Farben kommt. Andere Punkte, die Map-Server unterstützt, die wo es für Mapnik selber kein Äquivalent gibt, das sind Label-Leaders. Das heißt, wenn ein Label keinen Platz hat, um platziert zu werden, dann kann man mit diesen Label-Leaders so ein Pfeil, also das Label mit so einem Pfeil platzieren. Und das haben wir eben in dem vorherigen Vortrag auch schon gesehen, dass Map-Server sehr, sehr mächtig ist, was dynamische Symbole angeht. Das ist jetzt hier aus der Dokumentation, das sind Wettersymbole, die sehr unterschiedliche Beschriftungen und auch Symbole miteinander kombinieren und die Richtung, in der diese Windpfeile jetzt ausgerichtet sind, das kommt halt direkt aus der Datenbank. Also da gibt es dann nicht für jede Windrichtung ein Symbol, was gespeichert wurde, sondern Map-Server platziert das dann dynamisch. Compositing, damit kann man definieren, wie zwei Layer übereinander quasi dargestellt werden. Da gibt es sehr viele Optionen. Das sind so Funktionen, die man auch aus einem Bildverarbeitungsprogramm wie GIMP oder Photoshop kennt. Das unterstützt Mapnik schon seit ein paar Jahren und die nächste Version von Map-Server wird das aber auch unterstützen. Also, wer macht die schönsten Karten? Wie eben schon gesagt, wenn Sie mich jetzt fragen würden, würde ich Mapnik sagen, aber Map-Server 7, die Beta ist bereits veröffentlicht und irgendwann in den nächsten Monaten wird dann auch die finale Version von Map-Server 7 rauskommen und grafisch könnte da definitiv dann ebenbürtig sein. Zum Schluss noch ein paar, dann noch die Frage, wer ist vielleicht schneller? Vielleicht gibt es da einen großen Unterschied. Da ist es so, ich habe keine großen Benchmarks gemacht, denn Benchmarks sind immer sehr schwierig, die umzusetzen. Und weil man da sehr schnell einen Test machen kann, der den einen benachteiligt als den anderen. Und ich habe die Grafiken absichtlich sehr klein gelassen. Soll man nur sehen, das ist jetzt vom 2011 von der Phosphor-G, da haben die Entwickler selber an diesem Benchmark gearbeitet. Deshalb kann man da schon, sind das schon sehr gute Ergebnisse. Und da sieht man jeweils die oberen beiden Linien, das ist der Map-Server und der Mapnik. Also der Map-Server unter Linux und Mapnik, muss man dazu sagen. Man sieht, die sind beide sehr schnell und deutlich schneller als die anderen, die da mit im Rennen waren. Dann noch Mapnik oder Map-Server vielleicht als Anwendungsentwickler. Wer ist da flexibel? Dynamische Anwendung. Ich habe davon gesprochen, dass man mit der Python-API da sehr viel machen kann. Also man kann sich auch dynamische Layer erzeugen, mit dem man dann einfach über so einen Memory-Data-Source
im Speicher quasi einen neuen Datenlayer erzeugt. Das kann unter Umständen ganz, ganz spannend sein, da was zu entwickeln. MapServer hat die MapScript-API, aber die ist, wie schon angedeutet, nicht ganz so schön. Aber da gibt es quasi jetzt noch zum Schluss einen MapServer-Power-Tipp, den wir eben nicht hatten. MapServer unterstützt OGR. OGR selber unterstützt GeoJSON und GeoJSON, Treiber von OGR, unterstützt HTTP. Und das heißt, ich kann einfach eine URL angeben, von der ich ein GeoJSON zurückbekomme und kann das dann einfach darstellen. Weiterer Trick ist die Runtime Substitution. Damit kann ich mir Parameter aus der URL in ein Filter zum Beispiel einbinden. Das heißt, je nachdem, was für ein Parameter hinten angegeben wird, wird dann dieser Filter in dem Map-File quasi ausgetauscht. Und das kann man nämlich auch noch kombinieren mit der HTTP-Datenquelle. Das heißt, man kann dann dynamisch Daten von einem Ausschnitt von einem eigenen Webdienst zum Beispiel runterladen. Und ja, Fazit, Bildqualität, bevor ich hier von der Bühne geschmissen würde, Bildqualität mit MapServer 7, wie gesagt, tut sich da nicht viel. Geschwindigkeit sind beide ja, nahezu gleich schnell. Funktionsumfang, es gibt nur hier und da kleine Unterschiede und Einsatzgebiete, Flexibilität. Ja, da muss man einfach gucken, was man damit jetzt umsetzen möchte und ob man jetzt MapNIC oder MapServer verwendet, das ist ja in der Regel dann vielleicht Geschmackssache. Vielen Dank. Schöne Gegenüberstellung. Und da ist auch schon die erste Frage. Können wir kurz aufs Mikro warten? Vielleicht bloß noch mehr eine Anmerkung. Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen. Ich habe einen ganz ähnlichen Vortrag auf der Suppen-EU gehalten, weil mir scheint es doch irgendwie so ein kulturelles Ding zu sein. Die Leute, die eher so aus der Foskis-Ecke kommen, die sind eher so Map-Server-Leute und die Leute, die eher von OSM herkommen, scheinen eher so auf der MapNIC-Schiene zu fahren. Ich habe selber zum Beispiel in den T-Rex Rendering Stack einen Map-Server-Support eingebaut, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, eigentlich will man den T-Rex ja verwenden. Aber wäre ja schön, man hätte da auch noch irgendwie die Möglichkeit, dann mit Map-Server seine Karten zu machen. Ein großer Vorteil von Map-Server ist aus meiner Sicht eben diese Flexibilität, dass man an ganz vielen Stellen dieses eckige Klammer auf und Attribute aus der Datenbank holen kann. Das haben Sie, glaube ich, auch drin. So indirekt, also zum Beispiel, typisches Beispiel ist Breiten von Linien oder sowas. Ja. Also das wollte ich noch anmerken, weil das ist nämlich ein großer Vorteil aus meiner Sicht von MapServer. Ich gehe da mal rüber, da kam noch eine Meldung. Ja, hallo. Danke erstmal für den Vortrag. Ich habe mich auch mit beiden auseinandergesetzt und ich mache relativ viel im Bereich Druckkarten und also gedruckte Karten so. Ich stand lange im Gespräch mit den Entwicklern von MapNIC und das, weil ich mich interessiert habe, halt hauptsächlich auf das Labeling, dass Labels schön dargestellt werden. Habe mich vor 2,5 Jahren auch, als der Half-Bus Brands dann irgendwann eingeführt wurde mit dem Kerning und so, intensiver mit beschäftigt. Und da stand eigentlich im Vordergrund, dass die Karten schnell gelabelt werden. Also MapNIC ist wichtig, dass die Karten schnell dargestellt werden, was natürlich das Labeling beeinflusst, weil es weniger Iterationen gibt. Weißt du, wie das beim Map-Server ist, ob man die Iteration da erhöhen kann, also dass mehr Durchläufe gelaufen werden, bis die Labels möglicherweise komplett dargestellt werden? Die kommerzielle Konkurrenz, die erlaubt das halt, dass man da tiefer reingreifen kann, auch was die zum Beispiel die Seam-Trennung oder so angeht. Map-Server und MapNIC brechen relativ schnell ab. Man kann es natürlich in der Source hochstellen, das Ganze. Nur, also ich würde mir, gerade wenn man halt nicht online schnell was darstellt, würde ich schöner finden, wenn man halt die Sachen auch länger durchhängen kann, gerade was die Labels angeht.
Ja, also das Labeling ist relativ statisch. Also die versuchen, also beide versuchen nicht, die Labels beliebig zu platzieren, bis alle Label platziert sind, zum einen aus Performancegründen. Dann ist es auch sicherlich eine Sache, die man, gerade wenn man dann am Ende mit Kacheldiensten arbeitet, dann ist man nicht daran interessiert, dass die beliebig verschoben sind. Genau, und wir haben für das Rostock-Projekt hatten wir jetzt gerade noch eine Weiterentwicklung, also für die offene Regionalkarte Mecklenburg-Vorpommern haben wir gerade noch eine Weiterentwicklung mit angestoßen in dem Map-Server, der gerade noch bei Beschriftung innerhalb von Kanten, also wenn er jetzt eine sehr scharfe Kurve ist, dann würde Map-Server das Label einfach dort platzieren und da die Kante aber, die Kurve zu steil ist, würde das komplett entfernen, das Labeling. Und da ist es jetzt so, dass in der nächsten Version von Map Server 7, vielleicht auch S7.1, dass das Label dann noch ein bisschen verschoben wird von diesen Kurven weg. Aber sonst ein komplettes dynamisches, das in mehreren Iterationsstufen geguckt wird, wo können die am besten platziert werden, das gibt es so in den beiden nicht. Ja, für weitere Fragen würde ich vorschlagen, gerne draußen gleich noch, damit Sie Zeit haben, gegebenenfalls den Raum zu wechseln. Sie dürfen aber natürlich auch gerne hier bleiben für unseren dritten Vortrag. Danke.